So, die Aufzeichnung läuft ab jetzt. Also hallo und willkommen. Unser Thema heute sind die Auszeichnungen in eTwinning. Wir haben es uns so aufgeteilt, dass wir ein bisschen über den Hintergrund und die Struktur von den Auszeichnungen reden. Das wird dann mein Teil sein. Dann wird meine Kollegin Katrin von eTwinning Österreich ganz genau zeigen, wie man sich bewirbt und was man da genau anklicken und ausfüllen muss. Und dann freuen wir uns sehr, dass Renate uns zeigt, wie sie das dann in der Praxis durchgeführt hat. Also Renate wurde schon mehrmals mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet, hat schon öfters den nationalen Preis in Österreich gewonnen für ihre eTwinning-Projekte. Also es ist ich glaube, das ist der wirkliche Mehrwert heutigen Tages, dass wir auch hören, wie es dann in der Praxis ausschaut. Aber ich starte jetzt mal kurz mit der Theorie. So. Worum geht's? Also, wenn man ein gutes eTwinning-Projekt gemacht hat, dann kann man auch etwas daraus machen. Man kann sich belohnen lassen, man kann sich feiern lassen. Der erste Schritt ist die Bewerbung für das nationale Qualitätssiegel. Das erfolgt zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Ländern. Ich werde kurz auf den Zeitplan für Österreich eingehen. Und in den meisten Ländern und bei uns ganz gewiss, die besten drei Projekte, also mit der höchsten Anzahl von Punkten bei der Bewertung der nationalen Qualitätssiegelbewerbung, die besten drei Projekte kriegen auch nationale Preise. Hier sehen Sie ein Bild von einer Gewinnerklasse aus dem Jahr 2018. In Österreich bekommen dann die Schulklassen, die für ihr Projekt ausgezeichnet werden, einen Preis. Meistens und zumindest in normalen Zeiten war es ein Ausflug in ein Museum oder ein Nationalpark oder etwas, was für Sie schon von Interesse sein könnte. In einem Projekt arbeiten meistens Lehrkräfte aus mindestens zwei Ländern. Und wenn Sie aus mindestens zwei Ländern das nationale Qualitätssiegel bekommen, können Sie auch das europäische Qualitätssiegel bekommen. Dazu muss man dann nichts extra machen. Das wird dann nominiert von uns, von der Koordinierungsstelle. Und so werden die Projekte noch mit einem zusätzlichen Qualitätssiegel gekennzeichnet, um sie wirklich als europäisch darzustellen. Nach dem europäischen Qualitätssiegel gibt es zwei weitere mögliche Schritte. Projekte können sich für europäische Preise bewerben. Europäische Preise werden jedes Jahr bei der eTwinning-Jahreskonferenz verliehen. Also diese Jahreskonferenz findet Ende Oktober statt und da kommen 600, 700 eTwinner zusammen. Hier ist die Konkurrenz sehr stark. Also da sind hunderte Projekte, die das europäische Qualitätssiegel bekommen haben, die sich für europäische Preise, die für europäische Preise konkurrieren. Diese Preise werden jeweils in Alterskategorien verliehen. Also es gibt für die ganz jungen Schüler, also Alterskategorien der Schüler natürlich, nicht der Lehrkräfte. Es gibt für die ganz jungen Schüler, es gibt für sagen wir Primarstufe, es gibt für die Unterstufe und für die Oberstufe. Entschuldigung. Es gibt auch jedes Jahr ein paar Sonderpreise. Also, Entschuldigung. Zum Beispiel die französische eTwinning-Koordinierungsstelle sponsert einen Preis für ein französischsprachiges Projekt jedes Jahr. Welche Preise es für dieses Jahr gibt, sieht man dann immer auf dem europäischen eTwinning-Portal eTwinning.net. Ein zweiter Schritt, der sich nach dem Erhalt eines europäischen Qualitätssiegels aufmacht, ist, dass die Schule dann ein Kriterium erfüllt, um als eTwinning School ausgezeichnet zu werden. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen verkühlt noch. Also, als eTwinning School werden solche Schulen ausgezeichnet, wo mehrere Lehrkräfte sich an eTwinning beteiligen und wo sie mindestens zwei europäische Qualitätssiegel bekommen haben.
Das wird jeweils für 2 Jahre verliehen an die Schule. Und diese E-Twinning Schools werden oft als Vorbild vor den Vorhang gezogen und erfüllen so eine besondere Funktion in unserer E-Twinning Community. Aber der erste Schritt, das nationale Qualitätssiegel, das ist unser heutiges Thema. Also, was sind die nationalen Qualitätssiegel? Die verwenden oft die Abkürzung NQL, das steht für National Quality Label. Und es geht hierbei um eine Anerkennung an Lehrkräfte, die herausragende E-Twinning-Projekte durchgeführt haben. Sie bestätigen, dass ein bestimmter Standard erreicht wurde und wollen auch durch diese Auszeichnung die Arbeit der Schüler und Schülerinnen besonders würdigen. Und warum man sich überhaupt für ein NQL bewirbt? Man kriegt eine Anerkennung als Lehrkraft und als Schule, dass man hochwertige Projekte durchgeführt hat. Es ist eine Ermutigung für Schüler und Schülerinnen, anerkannt zu werden und dass ihre Anstrengungen gesehen werden. Und es ist eine öffentliche Bestätigung, dass diese Schule sich europäisch aktiv macht und dass sie zur Qualität steht. Also das sind normale Beweggründe, sich für ein NQL zu bewerben. Und natürlich, um sich für weitere Schritte zu qualifizieren. Die NQL wird an die Lehrperson persönlich, also individuell verliehen. Das heißt, dass wenn Sie zum Beispiel mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus derselben Schule auch an einem E-Twinning-Projekt gearbeitet haben und Sie beide einen Beitrag zu diesem Projekt gemacht haben, sollen Sie sich beide getrennt bewerben. Es gibt einen Punkt, der in Österreich weniger relevant ist, sagen wir so, dass jetzt nur noch 4 Projekte pro Lehrkraft überhaupt beurteilt werden. Also es gibt Lehrkräfte in Ländern, wo E-Twinning wirklich in den Lehrplan aufgenommen wurde, die gleichzeitig in einem Schuljahr an mehreren Projekten, also entweder gleichzeitig oder hintereinander, aber innerhalb eines Schuljahres an mehreren E-Twinning-Projekten arbeiten und die alle als gut genug betrachten, um sich für ein NQL zu bewerben. Und es gab, unsere Juroren wurden einfach überwältigt von der Anzahl der Bewerbungen. Deshalb wurde diese Grenze jetzt eingeführt. Es ist bei uns in Österreich meistens kein Problem. Also es bewerben sich die Lehrkräfte eher mit einem, höchstens 2 Projekten pro Jahr. Wer vergibt die NQL? Also es ist die nationale E-Twinning-Koordinierungsstelle. Hier in Österreich sind es wir im ÖAD und das ist unser Zeitplan. Also wie der Zeitplan, falls Sie dabei sind und nicht aus Österreich kommen, sollen Sie mal nachfragen bei Ihrer Koordinierungsstelle, wann Sie sich bewerben müssen oder ob es eine Frist gibt. In manchen Ländern werden die Bewerbungen kontinuierlich die ganze Zeit durch das ganze Jahr beurteilt. Hier in Österreich haben wir eine fixe Frist. Also meistens Ende Februar oder Anfang März veröffentlichen wir den Aufruf und geben eine Frist damit in Mitte Mai, also meistens genau am 15. Mai. Das gibt uns dann Zeit, um die Bewerbungen zu evaluieren. Dafür holen wir uns externe Evaluatoren mit Expertise in der Evaluierung von europäischen Projekten. Also oft sind das Menschen, die selbst viel Erfahrung haben im österreichischen Schulbildungssystem, in europäischen Projekten, die auch als Evaluatoren für Erasmus-Plus-Anträge fungieren und so weiter. Und dann nach ihrer Evaluierung, nachdem sie die Projekte bewertet haben, eine Punkteanzahl haben, findet noch eine Jury-Sitzung statt mit den Vertretern des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, wo dann die NQLs offiziell verliehen werden und auch die besten 3 ausgewählt werden. Ich habe jetzt hier eine Frage von Frau Thomasik. Vielleicht wollen Sie jetzt gleich fragen, wenn es darum geht.
Ja, ich hoffe, Sie können mich hören. Ja. Ja, super. Und zwar jetzt, die Frage ist jetzt eben, ich habe jetzt zwei Projekte, also eines ist schon abgeschlossen gewesen im Juni letztes Jahr. Geht es dann auch noch zum An, also dass man das dort, weil wenn es jetzt im Februar der Aufruf ist, oder Ja, ist es ja. schon zu lang her? Nein, Also nein, das, das geht noch. Das geht noch, wenn es noch im letzten Schuljahr ja. abgeschlossen wurde, das geht noch bei uns. Also wie gesagt, das ist jetzt die nationale Regel. Okay. Gut. Und Sie werden wahrscheinlich eh noch genauer erklären, wie das ist, wenn zwei Kolleginnen dran arbeiten, weil wir waren eben auch zu zweit und können wir dann den gleichen Antrag abschicken oder so. Also, aber ich glaube, da warte ich noch auf Ihre Erklärung. Ja, gerne, da kommen wir noch dazu. Gut. Genau. Dankeschön. Bitte. Und Frau Frank. Ja, das war so meine grundsätzliche Frage, ob wir die Fragen auch zwischendurch lieber stellen sollen oder sammeln. Also, weil ich sammle jetzt gerade zu welchen, die ich schon hatte. Die eine hat sich eben durch die Kollegin beantwortet. Was ist, wenn sich sozusagen der Bewerbungszeitraum noch vor Beendigung des Projekts befindet? Also so kurz vorher, jetzt nicht ein Jahr vorher, sondern ich sage mal, es läuft über ein Schuljahr. Sollte man dann bis zum nächsten Jahr warten oder kann man das auch während des laufenden Projekts? Dazu komme ich Alles in der klar, nächsten okay, Folie sorry. vielleicht. Ja, kein Problem, Gut, kein Problem. sorry. Nein, eine gute Frage. So. Ja, gerade solche Fragen haben wir oft, weil unsere Frist halt im Mai ist und viele Projekte laufen bis Ende des Schuljahres. Gut, aber wenn Sie dazu noch was sagen, dann. Ja. Und das andere war, Sie sagten ja, jede Lehrkraft, die mit im Projekt ist, also von einer Schule, extra bewerben. Genau. Und die anderen, also das war nämlich in unserer aktuellen Gruppe so die Frage, ob nur die ProjektgründerInnen oder ob alle auch, die mitgemacht haben und aktiv waren, sich bewerben können. Alle können sich bewerben. Alle, die Ah. einen Beitrag zum Projekt geleistet haben, können sich bewerben. Ja. Super, danke. Ja, gerne. Also jetzt noch kurze Erklärung unserer Frist. Das ist alles so ausgelegt, dass sich die Evaluation und die Jury-Sitzung ausgehen und dass wir bis zum Ende des Schuljahres die NQLs und die Preise bekannt, also nicht die Preise, die NQLs bekannt geben können. Und dann erst nach den Sommerferien am Anfang des nächsten Schuljahres halten wir eine große nationale Preisverleihung, wo dann auch die NQLs verliehen werden. Also was sind die Grundvoraussetzungen? Und hier komme ich zur Frage von Frau Frank. Das Projekt ist fast oder komplett abgeschlossen. Also das Projekt muss nicht ganz abgeschlossen sein. Es kommt oft vor, dass noch Schritte ausstehen. Es soll aber schon etwas vom Projekt zu sehen sein. Also es ist schon was passiert, es wurden schon Aktivitäten durchgeführt, es stehen vielleicht schon erste Ergebnisse. Das muss schon sein. Also das Projekt soll jetzt nicht in der Mitte stehen oder ganz am Anfang. Das Projekt hat ausgearbeitete gemeinsame Ziele und einen Projektplan. Die Lehrperson, die den Antrag stellt, und ihre Schüler und Schülerinnen haben einen klaren Beitrag zum Projekt beigesteuert. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das muss man dann zeigen. Deshalb muss man sich auch individuell bewerben. Es sollen keine Mitläufer mit NQLs ausgezeichnet werden, sondern man sollte schon darstellen können, das haben wir gemacht, das war unsere Projektarbeit und das war mein Beitrag zu unserem Projekt. Sehr wichtig ist, dass im Projekt eine Zusammenarbeit zwischen den Schulen stattfand. Also nicht nur, dass man parallel gearbeitet hat und alles nur in TwinSpace dargestellt hat, sondern dass es wirklich zu einer Zusammenarbeit kam. Das letzte, das Projekt hat Ergebnisse erzielt. Also wie gesagt, es kann sein und es passiert, dass das große Projektergebnis noch aussteht. Wenn man beschreibt, wie es ausschauen wird oder soll, ist das auch in Ordnung. Und das sind die fünf Kriterien, also die fünf Qualitätskriterien, anhand deren entschieden wird, ob ein Projekt das eFinning-Qualitätssiegel bekommt. Das sind die Kooperation zwischen Partnerschulen, Nutzung von IKT, also von der Computertechnologie, pädagogische Innovation, Lehrplanintegration sowie Ergebnisse und Verbreitung. Jetzt ganz kurz zu den
Kriterien. Also bei der Kooperation zwischen Partnerschulen werden vor allem drei Unteraspekte angeschaut. Ob es Abstimmung unter den Lehrkräften gab, ob es Zusammenarbeit zwischen den Schülern und Schülerinnen gab und wie funktionierte die Entwicklung gemeinsamer Ergebnisse. Also jetzt bei den Schülern und Schülerinnen ist ein großer Ausrufezeichen, das muss gegeben sein, damit das Projekt für ein NQL in Frage kommt. Also man kann auch E-Learning-Projekte ohne einer direkten Zusammenarbeit der Schüler und Schülerinnen durchführen und die haben auch einen gewissen Mehrwert und Nutzen für die Schulen, aber als Kriterium für die Qualitätssiegel muss es zu einer Zusammenarbeit zwischen den Schülern und Schülerinnen kommen. Also wie das ausschaut, wird uns auch später Renate zeigen, wie es ausschauen kann. Hier sind auch ein paar Stichpunkte, also gemischte Gruppen, dass sie ihre Arbeit teilen und einander Feedback geben, dass sie über Chatforen und so weiter kommunizieren. Also wie es ausschauen kann, ist ziemlich offen, aber es muss stattfinden. Ebenfalls unbedingt erforderliche Kriterien. Natürlich in einem E-Twinning-Projekt ist die Nutzung von Computers, von Computertechnologie. Die Nutzung von TwinSpace ist auch sehr wichtig. Also man kann auch zusammenarbeiten, ohne sich wirklich mit dem TwinSpace zu beschäftigen. Aber das ist dann kein hervorragendes E-Twinning-Projekt. Also das ist auch wichtig. Und E-Safety und Urheberrechtsfragen. Also das ist ein großer Anliegen für die E-Twinning-Community. Und es muss auch gegeben sein. Also da das Thema Sicherheit im Internet, dass man einen Workshop macht, dass man darüber diskutiert als gemischte Gruppe, dass man über Netiquette, also wie man sich miteinander, wie man miteinander online umgeht, dass man darüber redet, das sind auch wichtige Kriterien. Zu der pädagogischen Innovation, da sind keine unbedingt erforderlichen Kriterien, da können Sie an Punkten gewinnen, wenn Sie diverse Methoden einsetzen, wenn Schüler und Schülerinnen im Zentrum stehen, also wenn Sie selbstständig kleine Aktivitäten durchführen können, natürlich altersgerecht, vielleicht können Sie Recherchen machen, selbstständig in gemischten Teams arbeiten, wenn Sie andere Methoden einsetzen, überhaupt ein bisschen dynamisch das Ganze organisieren. Zur Lehrplanintegration, das hängt natürlich auch von Ihrer Schule ab und wie viel Spielraum Sie haben, aber es wird sehr, sehr gerne gesehen, wenn das Projekt innerhalb, im Laufe des Unterrichts stattfindet und wirklich die Punkte aus Ihrem Lehrplan durch das E-Twinning-Projekt bearbeitet werden. Es ist auch sehr gerne gesehen, falls es fächerübergreifend geht, also falls Sie vielleicht auch mehrere Kollegen aus Ihrer Schule mit einbeziehen oder weil Sie in Ihrem Projekt mehrere Schulfächer integrieren. Und hier geht es auch darum, dass die Schüler und Schülerinnen auch durch die Arbeit im Projekt ihre Kompetenzen weiterentwickeln können. Und schließlich zu Ergebnissen und Verbreitung. Die Ziele sind erreicht oder sind auf gutem Weg erreicht zu werden. Es fand eine Projektauswertung statt, also dass Sie selber mit Ihren Projektpartner, Partnerinnen und den Schülern, Schülerinnen die Arbeit im Projekt evaluiert haben, ein bisschen nachgedacht haben, was hat gut funktioniert oder was nicht. Oder Sie haben das noch vor in den letzten Projektschritten. Und es hilft auch, wenn Sie über Ihr Projekt auch außerhalb Ihrer Klasse reden, berichten darüber auf Ihrer Schulwebseite. Sie beziehen andere aus Ihrem Kollegium ein. Ja, genau, dass Sie überhaupt online präsentieren, was Sie gemacht haben. Also oder nicht nur online. So, das war jetzt ganz kurz über die Theorie der Qualitätssiegel. Und falls es jetzt dazu keine direkten Fragen gibt, würde ich gleich an Katrin weitergeben und sie zeigt uns, wie dann eine Anmeldung ausschaut.
Also ich hätte noch eine direkte Frage. Sagen Sie. Also diese Kriterien, das habe ich verstanden. Also was mir im Moment immer so durch den Kopf geht, dass wenn ich eine Idee habe, habe ich das Gefühl, die war schon tausendmal vor mir da. Weil wir sind ganz neu bei eTwinning und haben natürlich auch erstmal sehr moderat gestartet. Und trotz der ganzen Euphorie, also ich sage mal, es ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, weil uns das trotzdem so viel Spaß macht, dass wir sagen, wir haben trotzdem einen Nährwert von. Ne? Aber ist das auch ein Kriterium, also dass es noch nicht da gewesen sein darf? Weil ich sage mal, manche Sachen, die passen ja einfach auch auf Schule. Ne? Die kann man ja jetzt nicht neu erfinden, sage ich mal. Ne? Natürlich, und gerade in eTwinning ist das überhaupt kein Kriterium. Wir haben auch sogar auf dem eTwinning-Portal die Projekt Kids. Also wir ermutigen besonders die Anfänger, wenn sie sich Gedanken machen, was kann ich in einem Projekt machen, dass sie schon bestehende gute Projekte nachmachen. Das ist absolut in Ordnung, weil für ihre Schüler und Schülerinnen wird das erste Mal sein, dass sie so etwas erleben. Also wenn es schon so ein Projekt gab, Sie könnten theoretisch, ich meine, es wäre für Sie wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber Sie könnten theoretisch jedes Jahr dasselbe Projekt machen, weil Sie kriegen immer neue Kinder in die Schulklasse. Also, dass es noch nie gewesen ist, das ist kein Kriterium bei uns. Solange also, es für Sie was, ja, genau. Okay, und das andere in dem Zusammenhang, nun ist jetzt unser Projekt für Sprachanfängerinnen aus verschiedenen Ländern, leider nicht, aber wir sind sehr, sehr viele, was natürlich erstmal auch für uns überraschend war, dass da plötzlich so viele im Projekt waren. Und da geht es ja wirklich um auch sich trauen, eine Fremdsprache zu sprechen. Und da ist natürlich für Anfänger A1 oder A2 Niveau sehr schwierig, inhaltlich jetzt wirklich thematisch zu arbeiten, sage ich mal. Ne? Also in deiner Lerngruppe vielleicht noch, aber so in der Zusammenarbeit finde ich das äußerst schwierig. Also das haben wir gemerkt an dem Thema, was wir eigentlich zusammen auch bearbeiten wollten, länderübergreifend, wie bewege ich mich im Internet, sodass wir dann gesagt haben, wir machen es nicht als Gruppenarbeit, weil da die Kinder einfach auch überfordert mit waren, sprachlich, sondern haben es dann in der Muttersprache zu unserem Projekt inhaltlich bearbeitet. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das ist auch ein Mehrwert für Ihre Schüler. Aber es ist ein wichtiges Kriterium, dass irgendwann im Laufe des Projekts die Schüler auch miteinander, also länderübergreifend, in Kontakt treten. Wie Sie das machen, vielleicht machen Sie ein Quiz, vielleicht lassen Sie sich Videos drehen, wo Sie automatisch auch Untertitel haben lassen und dann gegenseitig kommentieren. Es soll ein Austausch zwischen den Schülern in diversen Klassen kommen. Also die Videokonferenzen, die wir jetzt mit den Schülergruppen schon begonnen haben und weiterführen, die würden das, also da wird ja auch die Sprache, also da hat es am besten geklappt, ne? Also wirklich reden von Angesicht zu Angesicht, und das war das Highlight, die Highlights bisher, das wollen die immer wieder machen. Super, ja, das ist schon gut. Das würde auch gelten sozusagen, ja? Ja. Alles klar, danke. Ja, danke. Und Michael, du hast die Hand hoch. Michael ist auch ein ausgezeichneter eTwinner, schon seit Jahren. Ja, ich wollte nur ganz kurz wegen des Aspekts des Neuen einbringen. Ich kann zum gleichen Thema ein Projekt machen. Ich habe andere Schüler, ich habe andere Partner, und das Resultat wird völlig anders ausschauen. Also da gibt es eine sehr bunte Vielfalt. Ich glaube, da braucht niemand Angst haben, dass das schon einmal da war. Es sind so viele Variationsmöglichkeiten, dass ich glaube, dass es da wirklich eine bunte Vielfalt gibt. Sehr gut, danke. Danke, Michael, das stimmt. Frau Pegritz. Ich wollte ganz kurz fragen, bei dem miteinander chatten, das geht, aber eben diese Videokonferenzen miteinander haben, da habe ich da Ihnen auch eine E-Mail geschrieben, vielen Dank für die Antwort. Aber da wollte ich noch mal ganz kurz fragen, wie habt ihr das geschafft, Frau Frank? Wir haben erstmal
Also wir machen alle 2 Wochen, wir sind 12 Kollegen aus 7 Ländern und 8, 9 sind immer, also schaffen es alle 2 Wochen zu dem Termin. Das machen wir, so wie wir jetzt eine Videokonferenz, tauschen uns aus, wo stehen wir, wo läuft es. Und dann hat aber mit dem Programm von eTwinning, oder? Das hat nicht funktioniert. Das hat nämlich bei mir auch nicht funktioniert. Nee, das hat leider nicht funktioniert. Und das war jetzt, wie hätte sich, wo es angeboten hätte, auch noch meine Frage gewesen, ob eben, wenn wir machen das über den Landesserver, also Land Niedersachsen, der für Schulen sicherheitsmäßig freigegeben worden ist. Selbst wenn wir eine Videokonferenz unter uns Kolleginnen machen wollten über eTwinning, man muss da immer eine Zeit angeben und da ist überhaupt kein Button für eine Zeit anzugeben. Und wir müssen einfach, weil wir aus so vielen Ländern sind, einfach gucken, wie nicht auf den Slot warten, sondern wir müssen darauf, wann können die meisten von uns 12? Ne? Und darum machen wir es halt über iSurf, das ist eben unser genutztes Schulserver. Ne? Also okay, danke. Habe ich einen extra eTwinning-Raum und eingerichtet, wo wir uns denn nur immer da treffen. Mhm. Und den habe ich auch für die Schüler Videokonferenzen genommen. Also über eTwinning wäre ich auch mal sehr gespannt, wie man es machen könnte. Weil es ja dann besser auch dokumentiert ist, denke ich mal, ne? Ja, es hilft jedenfalls, falls Sie können, dass Sie Screenshots machen, auch wenn Sie andere Tools verwenden. Und so können Sie dokumentieren, dass Sie sich auch getroffen haben. Also sehr das, gut. Ja. Dankeschön. Gibt ja für jedes Problem eine Lösung. So, ich sehe nur, bevor wir weitermachen, noch Frau Thomas, sie hat die Hand gehoben. Ja, danke. Ich wollte nur noch mal fragen, also wir haben es über Google Meet gemacht. Das ist jetzt kein Schulserver, aber das war über die Schweden der Vorschlag. Das ist jetzt kein Problem, oder ist das jetzt ein Problem? Es ist kein, also für eTwinning ist es kein Problem, genau. Okay. Also es ist gut, dass Sie sich austauschen. Welches Tool Sie verwenden, ist nicht so wichtig. Danke. Okay, wir sind schon etwas, also bei Halbzeit der Vorgesehenen. Deswegen würde ich jetzt gern weitermachen und Ihnen kurz zeigen, wie man dann tatsächlich eben die Bewerbung startet. Und zwar gehen Sie dazu auf eTwinning Live und klicken auf Ihre Projekte. Sie sehen dann hier die aktiven Projekte und haben hier jeweils rechts unten den Button Bewerben Sie sich für ein Qualitätssiegel. Da klicken Sie drauf. Ich zeige Ihnen das jetzt bei unserem eTwinning.at-Musterprojekt. Zu dem lade ich Sie auch alle ganz herzlich ein, falls Sie einen Übungsraum brauchen. Da gibt es die Möglichkeit, dass Sie da auch einfach mal ausprobieren, was Sie alles machen können. Sie sehen auch hier, Sie können sich auch erneut bewerben, sollten Sie bei Ihrem ersten Versuch es nicht schaffen, ein Qualitätssiegel zu erhalten. Das heißt, Sie klicken dann da drauf und sehen eben hier dieses Online-Formular. Zuerst stellen Sie bitte sicher, dass Sie eben die Bedingungen für die Bewerbung erfüllen. Sie sind hier noch einmal kurz zusammengefasst. Sie geben dann die grundlegenden Informationen zu Ihrem Projekt ein, also das Durchschnittsalter Ihrer Schülerinnen, die Anzahl der Schülerinnen und ob es sich eventuell auch um ein Erasmus-Plus-Projekt handelt. Sie haben hier dann zunächst eine Kurzbeschreibung auszufüllen. Hier geben Sie auch bitte die Zugangsdaten, also den Gastzugang zu Ihrem TwinSpace ein. Sie müssen nämlich eben einen Gastzugang anlegen, damit unsere Evaluatorinnen sich den TwinSpace dann eben genau anschauen können und anhand dessen dann auch die Bewertung vornehmen können. Als nächstes können Sie Links zu Projektergebnissen eingeben, das heißt auch externe, auf anderen, zum Beispiel wenn Sie ein Online-Book irgendwo publiziert haben, können Sie das hier hineingeben oder Sie laden auch Dokumente hoch. Dann folgt der nächste Schritt und hier geht es eben zu den vorher von der Wessner vorgestellten Kriterien. Sie sehen hier auch Unterpunkte zu den Kriterien und da möchte ich ganz kurz noch exemplarisch ein paar Bewertungen eben aus dem Bewertungsformular Ihnen vorlesen. Und zwar gibt es für ganz Europa, also für
alle Länder ein gemeinsames Bewertungsformular, anhand dessen dann die Evaluatoren eben das Projekt bewerten. Und hier im ersten Element ist eben ganz wichtig, dass Sie die Bildungsziele festlegen. Es gibt pro Bereich 5 Punkte zu erlangen. Und zum Beispiel, was jetzt die Festlegung von Bildungszielen betrifft, ist es wichtig, dass sie klar formuliert sind und zum Beispiel auch 4 der folgenden Punkte umfassen. Das wäre spezifisch, relevant, erreichbar, zeitlich begrenzt und messbar. Also die sogenannten SMART-Ziele. Hier wäre auch gut, wenn Sie ein Evaluierungsverfahren eingeführt haben, um eben nachher zu klären, haben Sie die Bildungsziele erreicht. Was hier auch noch dazu gehört, ist eben der pädagogische Ansatz und die Unterrichtsvorschläge. Da spielt eben eine Rolle, ob Sie gemeinsam mit Ihren Schülerinnen das Projekt durchgeführt haben und dass die Schülerinnen eben nicht nur eine passive Rolle dabei gespielt haben. Also im Speziellen ist es eben wichtig, dass miteinander verbundene Aktivitäten durchgeführt worden sind und verschiedene Methoden und Techniken eingesetzt worden sind. Der zweite Punkt, beziehungsweise auch ganz wichtig im Vorhinein, zuerst bitte schreiben Sie das in ein Word-Dokument und speichern es auf Ihrem Computer ab, damit sollte es irgendwas bei der Speicherung nicht funktionieren, dass es nicht verloren geht. Genau, und also als nächstes wäre dann eben die Integration in den Lehrplan. Hier haben wir schon gehört, eben, dass auch ein multidisziplinärer Ansatz wichtig ist. Und ich darf Sie hier auch hinweisen zu den Schlüsselkompetenzen, die im Speziellen auch angesprochen werden sollten im Projekt. Also das sind eben Lese- und Schreibkompetenz, Mehrsprachigkeit, mathematische und wissenschaftliche Fähigkeiten, digitale Kompetenzen, soziale Kompetenz, Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit, um nur einige zu nennen. Wie gesagt, ist es wichtig, hier auch klar darzustellen, was Ihr Beitrag in dem Projekt gewesen ist. Dieses Bewertungsformular werden wir Ihnen dann auch so bald wie möglich zur Verfügung stellen. Wie gesagt, ich zeige Ihnen jetzt nur exemplarisch ein paar Punkte davon. Bei der Kooperation zwischen den Partnerschulen ist es eben wichtig, dass die Kinder auch in gemischten Teams zusammenarbeiten. Also dass wirklich das Team aus Schülerinnen aus der einen Klasse und aus dem einen Land mit anderen Schülern aus anderen Ländern zusammenarbeiten. Genau, so. Nächstes ist der Einsatz von Technologie zu beschreiben. Hier haben wir auch schon gehört, dass es wichtig ist, vor allem den Datenschutz und die Urheberrechtsfragen mit einzubeziehen in Ihr Projekt. Hier darf ich Ihnen auch gleich zeigen, es gibt einen Verhaltenskodex von eTwinning. Den können wir Ihnen auch dann in den Chat stellen, den Link dazu. Also es gibt Grundprinzipien von eTwinning, die berücksichtigt werden sollten in jedem Projekt. Das ist auf der einen Seite die Inklusivität, der Respekt und die Toleranz und Höflichkeit und Freundlichkeit, also die sogenannte Netiquette im Umgang online miteinander. Des Weiteren gibt es hier auch aufgelistet eben einige Regeln, die zu beachten sind. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Wir schicken Ihnen dann den Link in den Chat. Vielleicht hat es die Westen auch schon gemacht. Genau. Okay, ja, dann als letzten Punkt noch kurz angesprochen, die Ergebnisse, die eben gut dokumentiert werden sollten und auch den festgelegten Zielen entsprechen sollten. Und am Schluss eben auch noch eine Projektbewertung, die Sie durchführen sollten. Und was auch wichtig wäre, dass Sie das eTwinning-Projekt außerhalb von eTwinning verbreiten.
Hier wäre zum Beispiel eine Idee, dass Sie eben einen Artikel auf der Schulwebsite veröffentlichen über das Projekt. Vielleicht haben Sie ja auch irgendwelche Connections zu Zeitungen, regionalen Zeitungen zum Beispiel. Also das wäre eine Art der Verbreitung über die Schule hinaus. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was wir von Frau Gerber erfahren, wie das dann in der Praxis alles aussieht. Okay, soll ich gleich anschließen oder gibt es jetzt noch Fragen? Ja, vielleicht gibt es Fragen, ich weiß es nicht. Also Sie sehen hier noch auch, wie sah Ihr eigener Beitrag zum Projekt aus? Da gibt es noch ein extra Feld auszufüllen. Genau, und dann kurz, dass ich das abschließe. Sie erhalten dann eine Vorschau und können das abschicken. Und dann ist es eingereicht. Und vielleicht ein praktischer Tipp, vielleicht das Speichern auch irgendwo in ein Word-Dokument. Ja, genau. Es ist auch Leuten schon passiert, dass die Verbindung abstürzt oder sowas und alles, genau, was man eingegeben hat, nicht mehr zu retten ist. Genau. So, dann, wir haben eine Frage. Gibt es? Ich glaube, Frau Thomas, die hat ihre Hand gehoben. Entschuldigung, danke. Also alles, was in TwinSpace dokumentiert ist, brauche ich nicht extra hochladen. Nein. Wenn dort ein Link schon irgendwo gegeben wird, brauche ich es nicht extra nochmal angeben, sondern das ist dann eh dort sichtbar. Es ist genau. Also die Evaluatoren bekommen eben durch den Gastzugang Zugriff auf ihren TwinSpace. Okay, danke. Und Frau Frank? Frau Frank ist jetzt gerade mit dem Gedanken geschwiffen und muss die Hand wieder runternehmen. Okay. Na dann, okay. Renate, danke. Ja. Ich würde jetzt nur die Aufzeichnung anhalten, damit du deinen TwinSpace teilen kannst. Ja. Für alle, die hier aufhören auf YouTube, können sich gerne bei uns melden.